Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Immer noch auf hoher See unterwegs, ja, immer noch ganz entspannt mittlerweile wieder. Also die Entspannung kommt nach und nach jetzt wieder. Ja. Und ich bin gespannt, was es in dieser Folge so erwarten wird, was da wieder passiert, ja. Jede Folge ein neues Abenteuer. Ich glaube auch, dass wir gleich ein bisschen Sturm bekommen. So rein vom Wetter her, Wellen werden höher. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da gleich ein Sturm aufkommt. Aber wir sind auch gleich drüben auf der anderen Seite. Hier ganz kurz. Einen Schluck trinken. Ich habe nämlich auch keine Trinkflasche mehr. Die habe ich nicht. Okay. Muss ich mir dann neu machen. Ich bin jetzt nicht mehr auf die Insel rüber. War mir einfach zu riskant, dass da wieder irgendein böses Tier auf uns wartet und uns versnackt und dann wieder sterben wir wieder. Dann haben wir den gleichen Bug nochmal. Das wollte ich nicht. Deshalb, das machen wir uns dann nach und nach. Das, kein Problem, Freunde. Kein Problem. Kein Problem. Also ich möchte das jetzt nicht auf hoher See machen, weil... Ja? Man weiß nie. Wetter und so, wisst ihr? Der Geister steht so. Wenn ich abgelenkt bin, passiert sowas nämlich gerne. Dann stehen sie auf einmal vor uns, so wie beim Nebel. Wetterverhältnisse. Und auf einmal fast ein Geisterschiff direkt uns am... Vorderteil. Wie heißt Vorderteil? Bug. Die Backboard. Die Steuerboard, oder? Steuerboard? Was ist vorne? Steuerboard? Backboard. Steuerboard ist vorne, Backboard ist hinten, ne? Falsches Gefühl. Ich weiß es eigentlich, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen verplant. Ich glaube, Steuerboard ist vorne und Backboard ist hinten. Sagt man das eigentlich auch beim Floh, Steuerbord und Backbord, oder sagt man das bloß bei beim Schiff? Wir werden hier immer schön begleitet, gerade die ganze Zeit von uns und Delfin. Zeigen die uns gerade nicht von der Seite. Und ist auch wieder ein Frack. Es ist manchmal so schade mit diesem Motion and Gaming. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich habe mir Raft, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, ja? Habe ich mir jetzt so geholt für zwischendrin. Mal spiele ich auch mit meinem Freund gerade so ein bisschen zusammen. Da ist ja auch die Möglichkeit nur mit First Person. Und ich habe es ausprobiert. Es geht einigermaßen, wirklich einigermaßen. Vor allem dann, wenn also die See ist dort relativ ruhig. Ja. Und ich muss aber schauen, wie sich dann halt zum Beispiel verhält, wenn ich jetzt Atlas aufgenommen habe und ich spiele das dann direkt. Ich glaube, dann wird mir schlecht. Das ist, weil, ne, dieses Motion Gaming Sickness, First Person, das ist halt für mich so anstrengend, das ist einfach so mega schwierig. Aber es gibt halt so viele geile, tolle Spiele, die halt so mega Spaß machen. Aber halt einfach in diesem Modus drinnen sind, wo ich halt immer denke, scheiße, warum? Schade, kacke. Mist. Gemein. Ich kämpfe auch hier manchmal echt mit Atlas. So, ne? Gerade wenn es jetzt so schaukelt wie jetzt. Dann ist das halt schon sehr, sehr anstrengend für mich. Aber es macht mir halt einfach zu viel Spaß, dass ich sage, ich möchte es aufgeben. Deshalb. Das ist da überkommt dich dann immer so eine leichte Übelkeit. Also bis jetzt habe ich es halt immer abgebrochen. Ne? Wenn es halt gar nicht geht, dann mache ich halt eine Pause. Ja.
Muss ich dann halt. Das hat auch immer der Vorteil dann, dass ich dann immer so 5, 6 Folgen am Stück aufnehme. Maximal mindestens 4, maximal 6, wisst ihr ja, ne? Weil dann in der Zeit kann ich mich dann halt auch ein bisschen von diesem Spiel, kann ich mir einfach erholen, ne? Und das brauche ich auch. Diese Zeit brauche ich wirklich. Wer das nicht hat, der kann das vielleicht nicht verstehen, ja? Aber jeder, der das kennt, jeder, der das hat, ja, der versteht das, wie anstrengend das ist, wenn du diese Motion and Gaming Sickness hast. Und es hat einfach alles schaukelt. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch habt oder wie das bei euch verhält. Ne? Es wird nachher auch auf dem Schiff, wird es wiederum ein bisschen anders das sein, weil da ist es nicht ganz so extrem, habe ich das Gefühl. Wenn das so arg schaukelt, ist es halt schon... Ich habe zum Beispiel auch privat habe ich null Probleme mit Bootfahren. Ne? Und ich war jetzt noch nie auf so... Ich war immer auf diesen größeren Schiffen unterwegs. Auf so Fähren mal, ne, von einer Seite zur anderen Seite. Aber jetzt auf so einem kleinen Boot war ich halt noch nie unterwegs. Da weiß ich nicht, wie das ist, ob ich da nicht über die Reling kotzen muss. Man verändert sich auch im Alter. Aber früher als Kind hatte ich da keine Probleme. Jetzt bin ich ewig nicht mehr Boot gefahren oder Schiff gefahren. Mein Gott, das ist schon... Oh, da war ich noch jung, wisst ihr? Das hat wirklich so im Alter verändert. So, zum Beispiel früher, ich bin in Freizeitparks, ich bin jede Achterbahn gefahren. Ich bin so gerne Achterbahn gefahren. Ich habe alles gemacht. Mache ich jetzt auch noch sehr gerne. Gleich drüben. Bloß jetzt habe ich das Problem, dass ich nach einigen Achterbahnfahrten dann echt merke so, oh oh, das war jetzt vielleicht eine zu viel. Du solltest jetzt wirklich was Ruhigeres machen, ne? Wo ich dann echt denke, oh. Hättest du bloß mal nicht, ne? Oder hättest du vielleicht die Zuckerwatte vorher nicht gegessen oder den Schnitzel oder was man auch immer auf diesen, ne, was man da immer alles essen kann, Freizeitparks. Ist ja derzeit auch nicht möglich, so wirklich. Freizeitpark technisch, ne? Wie ist es bei euch? Macht ihr gerne Freizeitparks? Freizeitparkmäßig, seid ihr da unterwegs oder macht ihr es auch gerne oder nicht gerne? Oder schreibt mir ruhig mal in die Kommentare. Ihr wisst, ich bin neugierig. Ich wie... Oder ich liebe ja auch so Messe, ne? Messe und sowas, das ist halt schon geil. Aber leider in den letzten Jahren auch immer sehr teuer geworden, ne? Aber die müssen auch von was leben. Die müssen ja auch von irgendwas leben, die Schausteller. Und ich glaube, mittlerweile ist das halt nicht mehr so wie früher, dass man sich als Schausteller wirklich gut verdient hat, ja? Sondern Schauspieler sind ja auch gar nicht mehr so häufig. Es wird einfach nicht mehr so... anerkannt wie noch vor ein paar Jahren. Oder Zirkus. Oh, wie gern bin ich früher in den Zirkus gegangen, hab mir das angeguckt. Aber mittlerweile müssen auch viele Kriterien halt erfüllt sein, wenn du so einen Zirkus hast, auch was die Tiere angeht. Was ich aber auch gut finde, ja, es soll ja kein Tier irgendwie eingepfercht sein oder Tierquälerei. Ja. Ein Tier, ich sag immer, ein Tier muss einfach auch mal Tier sein dürfen. Das ist genauso wie mit meinem Hund oder meinen Katzen, ja? Mowgli hört aufs Wort. Er hört ganz, ganz viel, wenn er Bock hat. Es gibt auch Tage, da hört er gar nicht. Das ist wie beim Kind, ja? Das habe ich schon, erkläre ich auch immer in meinen Spaziergang-Videos. Seht ihr das auch immer? So. Aber er hört. Ne? So gewisse Sachen hört er. Er kann einige Tricks. Aber ich würde ihn jetzt nicht den ganzen Tag... Befehlen aussetzen, die ich habe. Nein, er darf auch einfach mal Hund sein. Er darf mal rennen. Er darf einfach mal völlig auspicken und auch mal seinen Spaß haben. Ja? Wir können ja auch nicht ständig nur uns an Regeln halten und dürften gar nicht mehr machen, was wir wollen. Ja? Überlegt mal, ihr hättet von morgens bis abends Schule und das 7 Tage die Woche. Jeden Tag. Ja? Also immer jemand, der euch sagt, so. Und ihr kommt abends nach Hause und dann müsst ihr noch Hausaufgaben machen.
geht ins Bett und am nächsten Tag wieder das gleiche. Also ihr habt gar keine so Freizeit mehr. Ihr könnt nichts mehr tun, was ihr möchtet. Deshalb auch ein Tier muss einfach mal Tier sein dürfen. Traveling, traveling, traveling. Wir haben es geschafft, Freunde. Wuhu, wuhu, wuhu. Noch ein bisschen laggy, aber wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir kurz auf die Karte schauen. Okay, jetzt fahren wir darüber auf diese Insel uns noch mal kurz an. Ich glaube, dass... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das die war oder die andere. Aber welche Insel habe ich mir zuerst aufgeschrieben? Atlas D8, Heim oben, D7 oben, auch D7. Müsste das die letzte sein, die wir hier aufgeschrieben hatten. Weil D8 ist unten. Ich glaube, dann ist es sogar die, auf der ich bauen wollte. Das ist. Wir schauen es da an. Wir werden es gleich sehen. Der Wind ist auch langsam ein bisschen besser auf unserer Seite. So, Floß wieder leveln. Hier schnell an den Schrank hingehen. Schön drauf achten, wenn ich hier unterwegs bin, auf meinem Fluss. Erstens, ich runterfalle. Zweitens, immer alle schön im Blick gehalten wegen dem Geisterschiff. Es ist halt anders gefährlich, ne? Wetter hat bis jetzt auch gehalten. Sitter? Ja, ja. Geisterschiff ist anders gefährlich. Wärst du voll reingefahren gerade? Mädchen. Ein bisschen umfahren das Ganze. Da abgetaucht oder verschwunden. Wollte er hatte sagen, kann er nicht sein. Das ist schon wieder. Denn da kommen wieder unsere Freunde Delfine. Kommen immer, wenn so ein bisschen Gefahr im Verzug ist, habe ich das Gefühl. Um uns beizustehen, um uns zu warnen. Sag mal, nochmal um zurückzukommen auf dieses Thema mit den Meerjungfrauen. Kann ich mich da irgendwie ans Schiff binden dann später, an den Pfahl oder sowas? Dass ich da nicht runterfalle, dass sie mich nicht rausziehen können vom Schiff runter? Das wäre halt auch noch gut, ne? Dass mir da einfach nichts passiert. Bind mich dann einfach fest mit dem Seil oder so. Da können die ziehen, was die wollen. Ich falle einfach nicht runter. Weil ich habe halt echt Angst, da mal so einer Bösen zu begegnen. Sind wir halt echt im Arsch. Wollen wir die Kiste holen? Sollen wir es wagen? Tapfer, mutig. Fahren wir trotzdem weiter. Ach, perfekt. Ein bisschen drehen. Der Wind ist halt gerade richtig nervig. Irgendwie ist der gerade scheiße, der Gegenwind hier. Bei dem war das noch ein bisschen entspannter. Wind. Geisterschiffe zwingen dann echt manchmal dazu, gegen den Wind zu fahren.
Aber bevor sie dann beschießen und man untergeht, nimmt man das doch lieber in Kauf. Ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Insel damals mit den Elefanten, wo diese riesen Bäume waren, wisst ihr? Und riesen Wasserfällen, wo ich ja am Anfang schon dazu tendiert habe zu bauen, mir aber der Weg einfach zu weit war. Ich glaube, die war nicht hier, oder? Wisst ihr noch, auf welcher Insel die war? Auf welchem Cluster? Wo genau? Wenn ja, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Weil dann könnte ich mir das halt auch angucken, ne? Sonne geht unter und ich glaube, es regnet. Ich hoffe, es bleibt mal nur bei Regen und kommt kein Sturm dazu. Auch mal geil bei Sonnenuntergang Regen, ne? Was macht denn mein... Was? Mal öffnen. Brauch's nicht. Uiuiui, das schaukelt. Das schaukelt. Ganz schön. Weiß nicht, kommt Sturm oder kommt kein Sturm? Oh, guck mal. Oh, mehr Jungfrauen, 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 mehr Jungfrauen. Bleib da, entspann dich, alles gut. Runterfallen. Die haben meine Sau runtergezogen. Wir müssen hier schnell an Land, Freunde. Ich hoffe mal, mein Schwein schwimmt hinterher. Was war denn das bitte? Aber echt nah, die Meerjungfrauen, du. Also ja, richtig nah an in der Nähe von der Insel hier, ne? Wo dir? Mal sagen, wir machen hier mal kurz einen Halt. Ja. Hol ich mal ganz kurz hier rein wieder. Richbona, China, irgendwas. Sau jetzt hier. Mein Gott. Gut, dass da diese Schildkröte war. Das ist lange nicht erst ein Schildkröte gegeben. Man hat nicht immer ein Schwein. All. Gerade beschäftigt. Leder! Freunde, das Leder will ich haben noch. So. Perfekt. Voll.
Welt. Ich friere voll. Halt gleich um. Hallo. Oh, ich häng schon wieder fest hier drinne. Meine Güte. Gleich um, Freunde. Ja, Leute. Ich kipp gleich hier um. Da bin ich. Oh Gott, ich werde verbrennen. Gut, dass wir noch an Land gefahren sind. Ja, und wie es weitergeht und was uns alle so erwarten wird. Ja, all das seht ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.